Hallo und guten Abend zur Mitternachtsstunde bei mir und dem dicken Sack, der aus dem Bildschirm kam. Wie ein Ringmädchen. Erstens bin ich kein Mädchen, zweitens ich bin fett, das wäre eine Lüge. Ich bin genauso fett wie in Borderlands. Darf ich mal sagen, dass Alan Wake total alt aussieht? Ja, sieht hässlich aus. Jedenfalls, wir spielen jetzt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, und wir haben es kurz vor 2 Uhr. Ja, denn wir haben nichts anderes zu tun, als hier rumzulaufen. Oh, es schneit draußen. Ja. Oh, guck mal, da ist immer noch Winter. Yay, nee, die Kaffeemaschine mache ich jetzt gar nicht. Ich gehe erst mich hier umgucken. Lass mich raus. Was genau haben wir eigentlich letztes Mal gemacht gehabt? Wir haben den Typen Platz gemacht und letztes Mal plötzlich in der Vergangenheit. Ja, sind in 30 Jahre vorher. Als Jahre? So viel? Ich glaube, wir waren noch 30 Jahre. Hallo! Hey Liebling, das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Was für Fotos? Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Nein, wir brauchen Kaffee. Thermoskanne nehmen. Bam! Eingesammelt. Dann haben wir gecheatet. Ey, das sind Fotos von mir. Ey, die sehen sogar gut aus. Ey, wieso habe ich keinen Bart mehr? Ach, das zerstört mich gerade an ihm. Da auf den Bildern hat er nämlich einen Bart. Und hier nicht mehr. Der sieht total hässlich aus. Komm ich hier wenigstens irgendwo... Ey, ich komm hier nirgendwo rein. Das ist ja voll schlimm. Ich komm in mein Haus nirgendwo rein. Ah! Das ist ein Manuskript. Wow! Wir müssen hier schon eine Manuskriptseite suchen. Haben wir schon überhaupt einen von beiden angehört? Nee. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Ja, na klar. Gesundheit. Danke. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Klingt wunderbar. Ich bin zu Hause. Toll! Natürlich! Okay. Bist du doof? Willst du mich trollen? Ja. Das kann keiner sehen, aber ich würde ihn gerade trollen. Untersuchen! Alan Wake hat Twitter geschrieben. Oh, was steht denn da? Oh. Return to Sender! What I can't forget! Alex Casey thinks that I won. The Call of Casey. Casey kommt ja öfter vor. Ja, irgendwie schon. Casey, wer ist Casey? Oh. Verlassen! Ach übrigens, wir kriegen das besser. Naja. Oh, er hat, guck mal, er hat Waffen! Waffen! Warum hat er Waffen in so einer komischen Statue? Einfach nicht drüber nachdenken. Willst du den Zuschauern nicht erklären, dass du dein Versprechen gehalten hast? Dass du ein besseres Mikro besorgt hast? Nö, das darfst du erzählen, denn sonst hab ich ja gar nichts mehr. Hab ich aber gerade erzählt. Ja, siehst du, dann erzähl weiter, ich will jetzt hier duschen gehen. Also lass mich rein! Er hat sich nämlich ein besseres Mikro jetzt besorgt. Ich hoffe, das hört man noch irgendwie. Das hat uns ein paar Probleme gemacht, weil wir hier ein bisschen lautsprechertechnisch umbauen mussten, aber es geht schon alles irgendwie. Und Toilettenpapier! Klopapier! Hey, da hinten ist das Radio. Wir machen das Radio mal an. Oh, es schmeißt es aus dem Fenster. Jemand hat das Bett nicht gemacht. Irgendwas stimmt. Moment mal, das ist das normal. Irgendwas stimmt irgendwie. Ja, da es ist nur so ein aus. Kissen. Außerdem sieht es so aus, als würde da jemand liegen. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. So ist das also. Nochmal, findest du es nicht seltsam, dass sie für ein paar nur ein Kissen im Bett haben? Na, die brauchen halt nicht so viele Kissen, die treiben es halt immer öfter miteinander. Ja, gut, kann sein, aber ich finde das persönlich merkwürdig. Ja, mach dir keine Sorgen über die Eheprobleme von Alan Wake.
Ich glaube, dass sie eher Probleme haben. Ja, ich auch. Lass mich jemand anrufen. Nee. Vielleicht sind sie auch erst seit kurzem zusammen. Obwohl sie nicht so aus. Tja, vielleicht sind sie erst eingezogen. Sie sind erst eingezogen. Wohl. Was ist das für eine Box? Kein Plan. Ich koche jetzt erstmal Kaffee. Kaffee! Kaffee läuft! Toll, danke. Nehmen. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Zu Alice gehen. Zu Alice! Alice, wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Bist du hier? Sie Nein. Hängt, sie hängt bestimmt da. Was wird schlecht animierter Stromkasten? No. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Aha, die arbeiten unseren Büchern zusammen. Ja, anscheinend. Sie macht das Design. Und er macht das Schreiben. Da kann ich mir persönlich jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass sie hier Probleme haben. Ich auch nicht. Wenn die so gut zusammenarbeiten. Die sehen super aus. Ja, super aus. Oh, klar, yeah. Bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Das solltest du zu laut sein. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Hallo. Bitte überprüf den Sicherungskasten. Den haben wir ja gerade schon gesehen. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Beeil dich. Lauf! Oh, ich kann plötzlich laufen. Süße. Oh, ich kann fokussieren. Ich bin okay. Fokussieren. Das Licht wieder an. Jetzt. Benutzen. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Hey. Oh je, nicht schöne Taschenlampe. Oh. Hey. Alles okay. Bleib bei ihr, bleib bei ihr. Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Oh, guck mal, die Taschenlampe hat unbegrenzt. Wir holen die ja. Oh, was geht ab? Hey. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja, wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Bam. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Warum glaube ich, dass er kein Lügner ist? Dankeschön. Ich auch nicht. Schieben das ab. Die Schriftsteller kann nicht lügen. Damit das Klischee wieder erfüllt. Der mag Mädchen. Der ist voll schwul, wenn er Mädchen mag. Heute. Wir erfahren also langsam. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Besser würde ich sagen. Oh! Was zum Geier? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Wir haben ja auch einen Menschen getötet. Ja, haben wir. Ausgesehen. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. Ja! So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Cool. Ihr macht Ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Frau schnell finden. Und ein Fisch. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Ah ja. Untersuche. Untersuch's, los, schau dir die ganzen Sachen. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Sieht nicht wie aus. Nee. Nicht mein größter Fang bisher. Hä? Wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Bist du da hingekommen? Nah dran, ich weiß es nicht. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Bestimmt. Sind Sie Angler? Ich bin dumm oder Barsch und Forellen sind nicht annähernd das Gleiche. Er ist komisch. Er ist ein Freak. Wenn es mir jemand sagen kann, oder mich korrigieren will, aber ich, soweit ich weiß, sind Barsch und Karpfenfische. Eigentlich schon, oder? Die Forellen und Karpfenfische sind was anderes. Hey, ist das eine Seite? Ist hier eine Seite hängen? Nein. Ist das eine Nein, Seite, die an der Seite hängen? Ist das nur eine verpixelte Dings? Oh, guck mal da. Daryl, kannst du das lesen? Lesen! Lest das jetzt. Lest das. Mist! Vermisst! Vermisst Richard Bartsch
Bruce Dansky Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Warum glaube ich, dass wir diese Leute nochmal sehen werden, wenn sie uns angreifen? Habe ich auch so das gute Gefühl. Oh, komm, geht doch weg. Was ist denn das da? Was? Was ist? Ist das ein Waschbär? Das ist eine Katze. Das ist doch keine Katze. Das ist ein Waschbär. Dann sollte man einen Waschbär suchen. Das sehe ich doch nicht. Weil ich mal einen Waschbären mag. Ivo, geh ich hier rein. Nein! Geh weg! Schnell! Da will ich noch nicht hin. Geh weg! Ich verstecke mich hier im Schrank. Ah, ich kann nicht. Du sollst dein Handy nehmen. Oh, du bist mit einem Bibelkram ausgestattet. Ich soll ein Handy nehmen? Ja, du warst gerade in der... Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ach, cool. Da warst du gerade drin. Du bist ja panisch weggelaufen. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Ja. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. Wer wird denn hier noch von? In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Immer noch die Katze. Oh, das ist ein Waschbär. Eine Katze. Guck mal, ich gehe in den Stuhl hoch. Bist du awesome. Du bist so badass, Alter. Ja, yeah, Mann. Wie die badass die hier sind. Die haben Stern auf dem Boden, Alter. Das only. Darfst du nicht machen. Oh. Blinken. Ja, Herr Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Ich klicke einfach überall drauf. Halt. Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Warum glaube ich, dass wir ihm nochmal begegnen? Ist klar. Oh, guck mal, ich bin Seite. Ja, ich weiß. Manuskriptseite. Ja, was haben wir dazu stehen? So, was haben wir hier schon? Alitze. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Ist noch nicht passiert. Nein, irgendwie noch nicht. Heißt es, er findet sie wieder? Ich hoffe. Und dann würde sie wieder verlieren. Also, das muss jetzt aber im Kapitel passieren noch. Ja. Aber das wird mir alles so abgefreakt. Ja, ich glaube auch. Ich will nicht mehr. Ich gehe jetzt gleich. Nimm dir lieber langsam das Handy. Warum mit ungeduldig? Los, lauf. Ja, ja, das hast du mir schon mal gesagt. Aber weißt du das nicht mehr? Hast du das vergessen? Alzheimer? Ja, wie ich. Schlimm. Hallo. Ihr Handy, Mr. Wake? Oh ja, na klar. Das ist nicht mein Handy. Das sieht viel zu schlecht aus für mich. Geben Sie mir verdammt nochmal ein neues. Ein iPhone 5. Scheiße. Vergessen Sie Ihr Telefon nicht. Da sind wieder iPhone 5 dran. Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Am Lover's Peak. Um Mitternacht. Ach, nö. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Wer denn? Gut, dann würde ich sagen, dass du dir eine Panzerfaust mitnimmst. Ja, und warum ist das jetzt schlecht in Synchronisieren? Er hat es doch gemerkt, am Anfang hat Alice gesprochen. Ja. Klang nicht nach Telefon. Achso, das meinst du. Ich brauche frische Luft. Kann ich kurz rausgehen? Vielleicht hinten? Natürlich, Mr. Wake. Ich verstehe das. Gerne Sie müssen nur durch den Zellentrakt. Der Beauty Grand zeigt Ihnen den Weg. Na klar. Ich soll durch den Zellentrakt gehen. Ja, na klar. Wahrscheinlich über die geisteskranken Idioten. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Was war Walter? Ach, ich dachte, er wäre endlich trocken. Die Tür war da einfach offen. Ja. Er war auf Sauftür und hat dann Danny ziemlich viel. Ich will da nicht rein. Pass auf, die gehen zur anderen Seite. Ist klar. Ich hab Angst, hier rein. Los, guck dir Walter an. Wo ist denn Walter? Ich will hier nicht rein. Nee, du gehst zu. So dunkel ist es ja noch gar nicht. So, jetzt schon besser. Schon hier. Da ist Walter. Sie sind in Ordnung. Ist echt okay.
Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Danke. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Korps haben alles total falsch verstanden. Klar, klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Spricht jetzt aber nicht für dich. Okay, hören Sie. Hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen. Schnappen irgendwie. Glauben Sie mir. Ich war nicht besoffen. Der hatte bestimmt genauso eine Erscheinung wie ich. Was jetzt irgendwie beunruhigend ist. Ja. Okay. Also, ich ignoriere mich das nicht. Nein, ich sperre mich selber auch in der Zelle. Gut, dass ich hier reingegangen bin, aber wie, jetzt geht die Tür zu. Ich will hier erstmal raus. Und dann lesen wir. Hallo. Na, schimmer. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Okay. Ja. Du bist doch mal zurück ins Zimmer, in die komische Ecke, wo kein Licht an war, wie groß ist diese Vorstand? Nö. Guck mal, da oben ist ein Fernseher. Okay, der. Warum ist der da? Wozu ist der da? Hm. Nevermind, okay. Wir gehen einfach zum Hinterausgang. Oder das Licht.